Mit dieser antiken Kostbarkeit feiert Sarah Schreiber Premiere bei den Händlerstücken. Als ich die Dose das erste Mal gesehen habe, dachte ich, okay, wow, was für ein Zeichen. Mein verstorbener Papa war ein großer Federviehsammler und Liebhaber von Hühnern und Hühnchen aller Art. Dann schaue ich da drauf und denke so, ach, da ist ein Hahn drauf. Ja, da war klar, irgendwie muss ich das Teil bekommen. Es ist eine Zigarettendose aus Russland, ui, aus St. Petersburg. Und was hier wirklich bemerkenswert ist, ist, dass es sich nicht um eine Cloisonné-Emailarbeit handelt, wie wir sie kennen. Das ist dieser Zellenschmelz. Das Besondere bei dieser Zigarettendose ist das Verfahren des Grubenschmelzes. Hier wird also die Platte ist schon sehr, sehr dick. Dort wird dann das Muster rein oder raus gefräst und dort wird dann die Masse reingedrückt. Bisschen was anderes als bei dem Glasschmelzverfahren, aber auch viel, viel älter als das Glasschmelzverfahren. Da, wo man innen erkennen kann, dass es kleine Dellen gibt, da ist dann auf der Außenseite, vor allem auf der Rückseite, auch natürlich die Emailarbeit beschädigt. Eine russische Arbeit aus dieser Zeit ist ungewöhnlich und deswegen liegt mein Schätzpreis bei 500 bis 600 Euro. Ho. 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 Russisches Silber ist eigentlich immer beliebt und ich bin mir eigentlich fast zu 100% sicher, ich habe jetzt hier gleich große Konkurrenz, die es zu bewältigen gilt. Ja, ich fange mal mit 80 Euro an. Ich mache weiter mit 200. 250. 260. 280. 300. 310. 20. 30. Ich gebe 400. Oh. Ja, da grätscht da rein. Ja, Julian, muss das jetzt sein? Ernsthaft? Ja, und dann musste ich halt noch mal drauflegen. 410. Dann soll sie dir gehören. Aha, danke. Ist das in Ordnung? Würden wir machen, ja. Schön. Als ich den Zuschlag bekommen habe, war ich einfach nur erleichtert und glücklich. Ich wusste einfach, jetzt ist es endlich mein Stück. Und jetzt kam es natürlich drauf an, finde ich jemanden, der mir das Stück wieder richtig, richtig schön kriegt. Meine russische Zigarettendose muss jetzt nach Berlin. Ich habe hier Rainer Geschke gefunden, einer der letzten seines Fachs, eine Koryphäe, würde ich fast meinen. Und ich habe hier ein richtig gutes Bauchgefühl. Ich denke, das wird schön. Da sind so im Laufe der Jahre so einige von den kleinen Einlege-Emails verloren gegangen. Durch Unfälle, wenn das Teil unsanft behandhabt wird oder runterfällt, dann verbiegt es sich leicht und dann platzen diese Glaseinlegearbeiten ab. Dieses hier, das wird wahrscheinlich hellblau gewesen sein oder vielleicht war es auch nicht gefüllt. Jedenfalls, das werde ich erstmal reinigen, dass Fett- und Schmutzreste weg sind und dann werde ich, nachdem alles sauber ist, dann werde ich letztendlich dann die neue Füllung anlegen und die Füllung dann glätten und polieren. Zuerst einmal muss er die alten Restaurierungsspuren rausholen. Dazu benutzt er ein Skalpell, versucht also wirklich alles an altem Material rauszuholen, um später dann eine ordentliche neue Schicht einfüllen zu können. Und auch hier muss er erstmal gucken, ist es verklebt, braucht er Lösungsmittel, muss er da vielleicht sogar noch mal mit einem Dampfstrahler ran. Doch ein Schritt nach dem anderen. So, jetzt haben wir das soweit. Jetzt versuche ich mal mit dem Dampfstrahlen weiterzumachen. Also man braucht jetzt hier die Hitze und den Druck, um wirklich alle Rückstände rauszuholen, damit das neue Material dann auch hält. Und das ist einfach wirklich schwierig, weil er muss natürlich aufpassen, dass er jetzt nicht auch dabei die gut erhaltene alte Email noch mit zerstört. Also es ist ein echt schwieriges Unterfangen. Zum Glück beherrscht Restaurator Rainer Geschke sein Handwerk und weiß genau, was zu tun ist. Behutsam lässt er unerwünschte Spuren der Zeit verschwinden, ohne dabei die russische Antiquität zu beschädigen. Die Dose ist ja über 100 Jahre alt. Das heißt, man muss jetzt versuchen, diese 100 Jahre alten Farben, diese 100 Jahre alte Transparenz, diese leichte Transparenz, das genau zu treffen mit den richtigen Farben, der richtigen Durchsichtigkeit des Füllmaterials.
Angemischt wird dieses Füllmaterial mit Epoxidharz und einem Härter. Gramm für Gramm, um die ideale Festigkeit zu erreichen. Ich nehme von diesem Haufen, der jetzt im Prinzip die Füllmasse darstellt, 4 kleine Häufchen ab. Wie ein Maler legt sich Rainer Geschke jetzt seine Farbpalette zurecht. Jetzt muss er versuchen, diese 100 Jahre alten Farben irgendwie zu treffen. Dafür braucht er wirklich ein Farbgefühl. Unfassbar. Super. Für die perfekte Farbimitation braucht es zudem ein gutes Auge und, nicht zu vergessen, Geduld. Sobald die Farbpalette den Profi-Ansprüchen genügt, geht es ans Eingemachte. Jetzt muss er mit Fingerspitzengefühl die Gruben mit der vorbereiteten Masse füllen. Hier ist es jetzt wichtig, darauf zu achten, dass er nicht zu viel, nicht zu wenig und vor allem keine Luftbläschen mit einfüllt. Also auch wirklich ganz genau arbeiten. Also die Fehlsteine sind gefüllt, ist im Prinzip soweit fertig. Im Moment kann man nicht mehr machen. Jetzt müssen wir erstmal warten, bis die Masse angehärtet ist. Und dann werde ich es noch mal ein bisschen säubern, so ein bisschen den Überschuss wegmachen, da wo es geht. Und alles andere muss dann zum Schluss wegpoliert werden. Dieser Harz braucht jetzt mehrere Tage zum Austrocknen. Und erst dann kann man den schön gerade abschleifen. Es muss gar nicht mehr viel gemacht werden, außer so eine leichte Politur noch. Das mache ich jetzt mit den Schleifleinen. Diese werden wie Schleifpapier verwendet, bestehen allerdings aus Gewebe und sind somit schonender. Wirklich zufrieden ist der Restaurator aber noch nicht. Hat er eigentlich gehofft, dass die jetzt fertig ist, die Dose. Aber wie es scheint, ist das Blau, das ist vor allem das Dunkelblau. Im Mai ist noch unterfüllt. Da muss ich noch mal ran und noch mal nachfüllen. Herr Geschke hat jetzt am Ende gesehen, dass es noch mal Nachbesserungsbedarf gab. Er hat also die Farbe jetzt noch mal angepasst an dieses ganz alte Email. Und erst jetzt kann das schöne Stück zu mir ins Auktionshaus geschickt werden. Ob sich das wochenlange Warten gelohnt hat? Oh, wie aufregend. So. Oh, wie schön. Ja, ich muss wirklich sagen, mein gutes Bauchgefühl hat sich bestätigt. Herr Geschke hat hier tolle Arbeit geleistet. Ich habe fast Schwierigkeiten zu erkennen, wo er hier gearbeitet hat. Tatsächlich, die über 100 Jahre alte Dose sieht aus wie neu. Ich habe 410 Euro bezahlt und 190 musste ich für die Restaurierung noch drauflegen. Kommen wir auf einen Gesamtbetrag von 600 Euro. Ja, mein Papa würde mir das nie verzeihen, wenn ich das schöne Stück hergeben würde. Aber wenn ich müsste, dann würde ich sie so bei 1000 Euro im Verkauf sehen.